mit voller Bude reinhauen, weil sonst... Sonst klingt's doch gar nicht oder so. Es gibt natürlich immer unterschiedliche Lernansätze und manch einer fährt gut damit, der sagt, also ich kenne auch Leute, die sagen, ich will gar nicht wissen, wie die Töne heißen, zeig mir einfach, wo ich die Finger hinlegen muss und ich will das nachspielen. Und die spielen das rein auswendig nach. Und jeder soll das so machen, wie er da lustig ist. Mein Ansatz ist, und das hast du ja in den Videos, die du dir angesehen hast, bemerkt, ich zergliedere das gerne in seine Bestandteile, also den musiktheoretischen Teil, den technischen Teil, dann wie hängt das hier auf dem Griffbrett zusammen, die Orientierung und so, um das dann am Ende zusammenzusetzen. Und das kann man ja auch direkt am Instrument machen. Das ist ja jetzt kein Problem. Und da würde ich einfach mal mit dir starten, dass du mal so einen Einblick kriegst, wie ich das Instrument sehe und wie ich es jetzt an dich weitergeben würde. Dann fangen wir mal damit an. Du hast ja selber gesagt, so ein bisschen die Töne wissen. Wie viele Töne gibt es denn? Wie viele unterschiedliche? Okay, was schätzt du denn? Einfach mal ins Blaue geraten. Okay, das wäre schon mal ein Ansatz. Okay, du sagst, wenn du jetzt hier alle Bünde zählst, das stimmt, dann hast du ja schon 6 Saiten und hättest hier mindestens bis hier sind schon mal 12. Aber die sind nicht alle unterschiedlich, da sind viele ähnlich. Und zwar, das ist ein guter Einstieg für uns. Moment, ich überlege kurz, wie ich es am einfachsten sage. Okay, stell dir vor, du hast jetzt ein Lied gelernt, ja? Und willst es dann deinem Sohn vorsingen. Und du hast gelernt. Stellen wir uns vor, du singst das. Ja, du machst. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. So, spielst das, singst das so. Und dann gehst du zu deiner Frau und sagst, Mensch, ich hab ein tolles Lied für unseren Sohn gefunden. Das möchte ich mit ihm singen und wir zusammen als Familie. Und sing doch mal mit. Und dann kommt deine Frau und versucht und kriegt die Töne nicht, weil es viel zu tief ist. Und automatisch wird sie anfangen, das ein Stückchen höher zu singen und trotzdem wird es genauso klingen wie das Lied, was du dir ausgedacht hast. Also wenn du singst, dann singt sie vielleicht. Ist aber, wenn ihr zusammen singt, klingt es perfekt. Klingt fast, also es wird nie klingen, als würde es nur eine Person singen, aber es bildet zusammen, es klingt so gut zusammen, dass man nicht denken würde, ihr macht was Unterschiedliches. Die beiden Töne passen gut zusammen, ja? Und sagen wir mal, du hättest es dann, dein Kind ist dann alt genug und singt mit, dem ist es auch zu tief, der wird automatisch, bumm, das hier oben singen. Und zusammen, oh, das war in Moll. So, irgendwie gibt es immer bestimmte Töne, die so gut ineinander klingen, dass sie perfekt verschmelzen, vom Klangeindruck her. Das heißt nicht, dass die gleich klingen. Da kriege ich manchmal Kritik, dass Leute sagen, das klingt doch vollkommen unterschiedlich. Ja, ja, aber und was viel schlechter klingen würde, wäre... So, das hat irgendwie nicht den Eindruck, als würden die zusammengehören. Ha? So, aber hier... passen perfekt. So, was passiert da? Wir nennen das in unserer Musiktheorie Oktave. Kommen wir später drauf zurück. Was das eigentlich bezeichnet, warum das so heißt, da kommen wir später zurück. Was das eigentlich bezeichnet ist, jeder Ton hat eine Frequenz, der ist eine Welle. Das hast du vielleicht im Physikunterricht mal gehabt oder so. Da kannst du dir vorstellen, die Saite schwingt ja. So. Und die hat jetzt eine Frequenz. Sagen wir mal, dieser Ton hat 440 Hertz, so ist die Einheit. Das ist die Frequenz, in der das schwingt. Und wenn du die Frequenz verdoppelst, also 880, dann entsteht dieser Eindruck, als ob die perfekt zusammenpassen. Was sie auch tun, weil wenn du dir das angucken würdest, wenn du jetzt eine Grafik zeichnest von dieser Welle 1, dann würde die zweite Welle, weil die ja doppelt so schnell ist, 880 Hertz, zweimal in die Welle reinpassen. Perfekt. Die eine Welle macht so und die andere passt dann zweimal genau rein. Kannst du dir so vorstellen? Und deshalb klingen die perfekt zusammen. Nur unsere Musikkultur nennt das Oktave, aber das ist das, was wir Oktave nennen, das ist die Frequenzverdopplung. Diese beiden Töne klingen irgendwie nicht gleich, aber die passen perfekt zusammen. Und das sind für uns, in unserer Musiktheorie, sind das dieselben Töne. Also wenn dieser Ton E heißt, heißt auch dieser Ton E, weil die diese perfekte Verschmelzung haben. Das weißt du auch, wenn du deine Gitarre stimmst, hier ist E und hier ist E, oder? Also, das sind schon mal dieselben, wenn ich sage unterschiedliche Töne, also vom Namen her unterschiedliche.
So, das grenzt es schon mal ein. Und dann guck mal auf deine Gitarre. Die hat hier einen Doppelpunkt. Am wievielten Bund ist denn das? Genau, am 12. Und wenn du jetzt mal die Töne vergleichst, das ist genau diese Oktave. Nur, dass du es mal hörst, das ist dieser Effekt. Aha, hier ist der tiefe Ton und da ist der höhere Ton, der aber die doppelte Frequenz hat. Ab da wiederholt sich alles. Alles, was hier passiert, wiederholt sich ab dir. Und wenn du genau hinschaust, es ist genau die Mitte deiner Saite. Weil, da sind wir wieder bei der Schwingung. Die eine Welle schwingt so lang, also die komplette Saite. Und der Ton, der da perfekt reinpasst, der schwingt genau die Hälfte der Saite. Und wenn die Saite halb... Das ist alles Physik. Ich habe keine Ahnung eigentlich von Physik, aber das weiß ich zufällig. Wenn die Saite halb so lang ist, schwingt sie doppelt so schnell, weil sie kürzer ist. Weil sie nicht so einen weiten Weg auch hat oder warum auch immer. Jetzt wissen wir schon mal, bis hierhin sind es alles unterschiedliche Töne und ab hier wiederholt sich alles nochmal. So, und jetzt haben wir schon gesagt, das ist der 12. Bund und das ist auch die richtige Antwort. Wir haben dazwischen 12 verschiedene Töne. Du hast den. Und ab hier, ab dem 13. Ton sozusagen, ab dem 12. Bund, Leerseite ist ja 0 sozusagen, wiederholt sich's. So, das ist unsere erste wichtige Sache. Aha, es gibt anscheinend 12 verschiedene Töne. Woher diese 12 Töne kommen, da könnte man Stunden drüber reden. Das ist super interessant, aber auch kompliziert. Das machen wir heute nicht. Das hat einen Teil auch Physik. Das hat aber auch einen Teil, da haben wir ein bisschen geschummelt und haben Töne angeglichen und so. Es gibt Naturtöne, es gibt eine sogenannte Naturtonreihe, die entsteht automatisch, aber dann kannst du nicht in allen Tonarten spielen, dann hat man es angepasst. Für uns ist das mal uninteressant. Für uns ist klar, okay, diese 12 Töne. Und das ist unsere westliche Musikkultur. Die Inder haben hier zum Beispiel 22, 23, 24 mal reingehackt, sozusagen als Bünde. Die haben mehr Töne und andere Kulturen haben weniger. Wie viele das sind, das ist eine Kultursache. Aber diese 12, die wir hier haben, das sind jetzt unsere, die wir zur Verfügung haben. Soweit klar, okay. Und jetzt müssen wir den allen nur noch Namen geben, diesen 12 Tönen, damit wir die haben, damit wir die benennen können. So, und weißt du, ich schreibe übrigens hier nebenbei mit, nicht, dass du dich wunderst, dass du denkst, ich schreibe hier eine E-Mail. Ich schreibe immer für die Schüler so ein Skript, wo sie dann als PDF bekommen, was wir gemacht haben, worüber wir geredet haben. Richtig, du brauchst nichts mitschreiben, außer manchmal sage ich, schreib mal das kurz auf, weil wir da drüber reden müssen oder das abgleichen müssen. Normalerweise schreibe ich hier mit, so ich mache mir ein paar Stichpunkte, dann schreibe ich die PDF ordentlich aus und schicke dir das. Dann weißt du genau, was wir gemacht haben. Also, es gibt 12 Töne bei uns. So, jetzt sag mal, du kennst vielleicht schon ein paar Tonnamen vom Stimmen und so. Was denkst du, wie die heißen? Also vom Stimmen her kenne ich E, A, D, G, H und E. Genau. Das ist derselbe nochmal. Also, genau. Da haben wir schon mal 5 Namen. Also, da wissen wir auch schon, okay, die werden mit Buchstaben bezeichnet. Und jetzt fehlen uns noch ein paar dazwischen. Fallen dir da noch welche ein, die noch fehlen könnten? Moll, das Wort Moll, das bezeichnet schon eine Tonleiter oder eine Tonalität. Das brauchen wir erstmal nicht. Brauchen wir nur diese Buchstaben. Macht doch nichts. Ich gebe dir einfach die Lösung. Also du hast schon richtig gesagt, es gibt ein A. Wie nennst du die zweite Seite von unten? Okay, H. Ich nenne die auch H. Manche nennen die ja B. Und dann kriege ich immer Kritik von den einen oder von den anderen. Da geht es immer Streit. Alle sagen, man soll hier jetzt immer B sagen, weil das alle so benutzen. Aber ich habe das auch früher so gelernt. Und ich treffe noch viele, die sagen, nee, ich sage da immer H und so. Und schreiben tue ich trotzdem das B. Ja, weil ich, das musste ich auch früher in der Schule und auch bei Workshops oder so, wenn du an der Tafel warst, musstest du es machen. Du musstest quasi H7 sagen, du musstest Deutsch sprechen und das Englische schreiben. So, ein bisschen verwirrend. Aber nur, dass wir eine Sprache haben. Okay, dann sage ich dir jetzt einfach. Also du hast vielleicht schon mal in der Schule gehört, das ist so ein bisschen wie das Alphabet. C, D, E, F, G, A, H, C. Und das Coole wäre, wenn man das B benutzen würde, dann wäre das A, B, C, D, E, F, G. Das wäre dann der Vorteil, aber so habe ich es auch nicht gelernt. Wir machen das so, wie du das gelernt hast. So, da haben wir schon 7. Ja? C, D, E, F, G, A und H. Das sind die Töne. Was hier noch fehlte, war das C und das F. Das gibt es nicht als Saite hier bei uns. Und jetzt zeige ich dir kurz ein Klavier. Und diese Töne, die wir gerade genannt haben, die nennen sich die Stammtöne und das ist genau hier, das sind die weißen Tasten auf dem Klavier. C, D, E, F, G, A, H, C. Und ab dann wiederholt sich. Siehst du auch an der Struktur hier?
Ab dann wiederholt sich auch so ein Klavier nochmal. Und jetzt gibt es noch die schwarzen Tasten. Und die bezeichnen wir jetzt erstmal folgendermaßen. Und zwar, wenn das hier dein C ist, ja, dann mal, dann, wenn wir das aufschreiben, dann schreiben wir nochmal C und malen so eine Raute davor. Ein Hashtag, wie man heute sagt. Und dann heißt diese Note Cis. C wird einen Halbton höher, zur schwarzen Taste sozusagen, und ist damit Cis. So einfach, müssen wir jetzt so hinnehmen erstmal. C, Cis. Dann kommt das D. Und jetzt passiert das gleiche Spiel. Kleines Kreuz davor, der Hashtag. Dann heißt die Note wie? Richtig, Dis. Ja? Perfekt. Dann pass auf, dann kommt das E. Und das ist jetzt auch so eine Anomalie und Besonderheit, womit man sich erstmal eine Weile rumschlagen muss. Beim E gibt es keine schwarze Taste. Nichts da. Also, kein E ist, kein Kreuz davor, nichts. Es geht gleich zum F. Das macht das Ganze manchmal sehr, sehr kompliziert, weil man am Anfang weiß, warum hört denn das jetzt auf? Das ist wie, als würde man sagen, okay, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Aber es gibt kein 3,5. Das existiert einfach nicht. So kommt es uns ja hier vor auf dem Klavier. Warum fehlt hier einfach? Bei uns fehlt ja auch nicht ein Ton, ein Bund plötzlich auf der Gitarre, der dann weg ist. Wir waren bei E, F, Fis, G, Gis, A. A ist H und jetzt siehst du wieder, jetzt fehlt wieder eine Taste und zwischen H und C gibt es auch keinen Halbton. Gibt es auch keinen Ton mehr. Das ist am Anfang, das muss man erstmal einfach so hinnehmen. Das hat einen Grund, die Musiktheorie war nicht zuerst da, sondern erst hat jemand gesungen. Ja, war die Musik da. Der hat vielleicht gesungen, da, 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 du, da, du, da, da. Irgendeine Tonleiter und daraus Musik gemacht. Und dann hat jemand gesagt, hey, lass uns doch die Töne durchnummerieren, dann kannst du uns sagen, welchen von diesen Tönen. Und dann haben die einfach gesagt, A, B, C, D, E, F, G, A. So, fertig. Das waren deine Töne, die du gesungen hast. Und dann hat man damit Musik gemacht. Und irgendwann hat jemand festgestellt, naja, warte mal, zwischen da, da, da passt doch noch einer dazwischen. Da, da, da. So, ah, Mist, jetzt brauchen wir einen neuen Namen. Was machen wir denn da? Ach, machen wir einfach so ein Kreuz davor. Das ist dann der eins drüber, so, ja. Und so wie er das gesungen hat, wenn man jetzt die Frequenzen auseinandernehmen würde, war aber zwischen manchen, hat er keinen Platz gelassen, als er die ursprüngliche Tonleiter gesungen hat. Ja? So können wir uns das jetzt vorstellen. Deshalb ist das manchmal so. Du kannst hier so einen Chat aufmachen an der Seite bei Skype. Da ist so unten so ein kleines, so eine kleine Sprechblase. Denn du darfst jetzt gleich hier spicken. Ich schicke dir diese Tonleiter kurz rein. So, das kannst du den Chat auflassen, dann kannst du gleich da ablesen. Weil damit arbeiten wir jetzt gleich. So, das sind jetzt einfach hintereinander. Ich habe sie jetzt von C bis C aufgeschrieben, aber du weißt, es geht dann ewig so weiter. Also man kann auch von einem anderen Ton anfangen. Nur als Zwischeninfo, wenn man diese Töne alle hintereinander spielt oder singt, das nennt man chromatische Tonleiter. Chroma ist griechisch für Farbe und das ist, weil das alle Farbtöne sind, die unsere Musik beinhaltet. Die komplette Palette sozusagen, ja? Das sind alle Farben. Was bedeutet das jetzt für uns auf der Gitarre? Auf dem Klavier ist es super easy, weil du spielst die weißen Tasten und hast dann gleich eine schöne Tonleiter. Ja? Bei uns keine weißen Tasten, auch wenn ich nur die Punkte spiele. Kommt nicht unbedingt was Kluges raus. So, wie soll ich mich jetzt orientieren? Wo ist hier überhaupt irgendwas? Ja? Denn unser Instrument ist nicht so schön aufgeteilt, dass es die richtige C-Dur-Tonleiter vorne schön gibt und dann hast du noch die Extratöne, sondern unser Instrument ist genau so gebaut, chromatisch. Das heißt, pro Bund haben wir hier einen Halbtonschritt. Das heißt, jedes Mal, wenn du hier einen weitergehst, gehst du in dieser chromatischen Tonleiter einen Ton weiter. Und in der Musiktheorie ist das ein Halbton, was für uns Gitarristen schon wieder blöd ist, weil warum halber? Ich gehe doch einen ganzen und nicht einen halben oder so. Ja, das müssen wir wissen. Also, jedes Mal, wenn du einen Bund weitergehst, nennt sich das ein Halbton und ist in dieser Tonleiter, chromatischen Tonleiter, ein so ein Ton. Und jetzt sag mir mal, du kannst jetzt mit einem Finger hier alle Töne abspielen. Sag mir mal, angefangen, jetzt mit Ansagen, und da kannst du da spicken auf die Töne, die ich dir geschickt habe, von jedem Ton den Namen. Also du kannst mit auf die Liste gucken. Es fängt natürlich mit E an, weil es die Leerseite ist. Ne? Und jetzt gehen wir Ton für Ton. Mit einem Finger machst du das und liest die Töne dazu ab und sagst mir die. E, F, Fis, G, Gis, A, A, S, H, C, Cis, D, Gis, E. Jetzt sind wir beim E. Okay, jetzt weißt du erstmal,
wie das hier gebaut ist. Und das ist die erste Hausaufgabe, die ich dir geben würde, dass du diese Reihenfolge auswendig lernst. Das ist wirklich nur reines Auswendiglernen, dass du die vorwärts und auch rückwärts aufsagen kannst und in deinem Kopf damit jonglieren kannst. Also das Prinzip ist, je nachdem, wo du startest, fängt diese Tonleiter ist eigentlich eher wie so ein Kreis gebaut oder so, wie eine Spirale, könnte man besser sagen. Die hat keinen klaren Anfang und kein klaren Ende. Man nennt solche Tonleitern zum Beispiel auch symmetrische Tonleiter, weil du kannst hier, es ist immer der gleiche Abstand und deshalb kannst du eigentlich nicht sagen, wo es beginnt und wo es endet. Weil es gibt keine Struktur, die du festlegen kannst. Es ist immer Halbton, 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 Halbton. Theoretisch kannst du dann, wenn du das weißt, jeden Ton hier abzählen. Also, wie heißt dieser Ton? Dann musst du natürlich erstmal am Anfang von vorne abzählen. H, C, Cis, D, Dis, E, F, F, Fis, G, Gis, A. Und so, dann findest du das. Das machen wir so nicht, aber das ist die Theorie dahinter. So kannst du jetzt erstmal mit Abzählen jeden Ton finden. Zuerst solltest du einfach ohne Gitarre diese Reihenfolge auswendig lernen. Dass du von jedem Ton startend das aufsagen kannst. So weit sind wir noch nicht. Suchen musst du das noch nicht, sondern mein Ziel ist eigentlich nur, dass ich zum Beispiel in der nächsten Stunde zu dir sage, sag mir mal vom D an alle Töne, die es gibt. Und dann sagst du D, Dis, E, F, Fis und so weiter, bis du beim D wieder da bist. Also es geht nur, wir lernen jetzt quasi das Zählen von 1 bis 10 und wenn du das kannst, dann weißt du 11, 12, 13, dann wiederholt sich ja sozusagen. So ungefähr. Wir lernen jetzt einfach die Grundbausteine. So, das hat noch gar nichts mit Spielen und eigentlich noch gar nicht mit dem Instrument. Ich wollte dir nur zeigen, wo die hier verteilt sind. Also das ist Nummer 1, schreibe ich auch dazu, ist einfach diese Reihe auswendig zu lernen. Denn alles Weitere in der Musik, in unserer westlichen Musik, bezieht sich natürlich auf diese 12 Töne. Also egal, ob wir dann Durtonleitern, Molltonleitern, Pentatoniken, egal was wir machen, alles lässt sich ja jetzt, weil es gibt auch keine anderen Töne mehr. Es gibt ja nur diese 12 und dann die Oktaven davon, wo die Frequenzverdopplung. Alles lässt sich jetzt damit bauen. Und damit lässt sich auch alles, das ist unsere Grundsubstanz, unser Baumaterial. Und egal was du baust, jeder Song oder was, lässt sich jetzt mit Hilfe dieser Tonleiter beschreiben. Hier, du kannst jetzt Strukturen bilden. Das ist quasi nur, das sind alle deine Baumaterialien. Und du kannst jetzt sagen, er hat immer jeden zweiten Ton genommen oder er hat eine bestimmte Struktur, er hat immer einen übersprungen und dann mal nicht oder so. Genauso funktionieren Tonleitern. Nur als Beispiel, dass du mal gehört hast. Das sind jetzt alle Töne. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich überspringe jetzt immer ein, dann kommt eine andere, auch vom Hören her, ein anderer Sound zustande. Pass auf. Jetzt haben wir einen anderen Klang, weil jetzt habe ich eine Auswahl aus. Vorher hat man alle Zutaten, das schmeckt natürlich nicht, weil alle Zutaten in einem Topf sind. Und jetzt wählen wir bestimmte Zutaten aus in einem bestimmten Muster und dann kommen Sounds raus, neue Klänge. Zum Beispiel, nur musst du noch gar nicht lernen, aber wenn du jetzt sagst, ich bewege mich jetzt, ich habe dir ja vorher gesagt, das heißt Halbton immer, ne? Ein Schritt ist immer ein Halbton. Denn so misst man nachher die Abstände, das sind 3 Halbtöne oder 2 Ganztöne oder so kann man jetzt messen, wie mit dem Lineal, kannst du jetzt die Songs und die Tonleitern vermessen und dann kannst du sagen, okay, ich brauche eine Tonleiter, die hat folgende Struktur. Ganzton, Ganzton, Halbton, Ganzton, 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 Halbton. Dann kommt plötzlich das raus. Oh, verspielt. Und dann hast du deine Durtonleiter plötzlich. Weil du jetzt du hast alle Töne und hast jetzt eine Struktur gebildet und zack, hast du den Klang. Und deshalb lernen wir das. Und daraus machen wir jetzt auch gleich eine Übung, um deine Hände zu trainieren, um alle Finger zu trainieren und um hier das Anschlagen zu üben. Und zwar spielen wir Folgendes. Ich mache es dir einmal vor und dann erkläre ich es nochmal. Das ist die Übung, die wir jetzt lernen. Wir spielen also eigentlich nur alle Töne. Wir üben jetzt entlang dieser Seite zu spielen, diese chromatische Tonleiter, und zwar auf folgende Weise. Du benutzt alle 4 Finger für 4 Bünde. Und wenn du das geschafft hast,
Dann nehmen wir die komplette Hand und rutschen einmal bis zum fünften Bund. Und fangen aber wieder mit dem Zeigefinger an. Dann spielen wir wieder die komplette Hand und rutschen wieder. So. Und so kommen wir mit drei Bewegungen bis zur Oktave. Und das Ganze hört sich dann so an. Und wir üben damit mehrere Sachen gleichzeitig. Das ist eine sehr gute Übung am Anfang. Du musst erstmal nichts wissen, keine Tonleiter oder so. Du übst alle vier Finger richtig draufzusetzen. Dann üben wir den Wechselschlag, weil du wirst das mit abwechselnd runter- und hochschlägen machen. Hoch und runter. Und wir üben so kleine Sprünge. Das nennt man Lagenwechsel. Bei den Gitarristen nennt sich das Lagenwechsel. Das ist nämlich immer so ein bisschen die Achillesferse des Gitarristen, wenn er wegspringen muss plötzlich oder so. Auch auf einer Violine ist dann, oh, der Sprung, da, weil da musst du dann treffen. Da kannst du dann nicht die Finger einfach fliegen lassen. Okay, und du machst das jetzt ganz langsam. Spielst jeden Ton einzeln. Und ich gucke mir das mal an und sag dann was dazu. Okay, reicht schon. Erster Hinweis, wir lassen die Finger liegen. Das ist auch gleich ein Trainingseffekt. Das heißt, wenn wir das F gedrückt haben, dann lassen wir den liegen und legen den nächsten dazu. Den nächsten dazu, den nächsten dazu. Und falls du dich fragst, wo dein Daumen ist, der sollte in der Mitte zwischen allen Fingern sein. Also nicht so, guck mal, der sollte nicht oben drüber sein, der sollte aber auch nicht an der Seite irgendwo rausgucken oder unten drunter oder so. Und zwar, das hat auch wieder was mit der Physik zu tun. Wenn du mit dem kleinen Finger Kraft ausüben willst, manche haben ihren Daumen zum Beispiel hier. Wie gesagt, ich habe eigentlich keine Ahnung von Physik, aber vielleicht hast du schon mal vom Kräfteparallelogramm gehört. Wenn du hier drücken, Kraft ausüben willst und auf der anderen Seite hier hinten ist der Gegendruck, dann geht Kraft verloren. Und am stärksten ist ja die Kraft, wenn die genau übereinander sind. Also wenn die so hier. Ist natürlich nicht immer möglich, weil du kannst mit dem Daumen nicht immer schnell nachrutschen, welcher Finger gerade spielt. Und deshalb ist die einfachste Art, das zu lösen, ist, du legst den in die Mitte der Hand, weil dann hat jeder ungefähr die gleiche Kraft zur Verfügung. Deshalb sage ich das. Und dann greifst du, wie als würdest du sowas greifen, so ungefähr fest deine Hand an. Das hat auch den Effekt, dass die Hand offen bleibt. Weil wenn du so ja, guck mal, viele versuchen so ja irgendwie zu greifen und dann wird die Hand ganz klein und verkrampft. Aber nee, wir machen so hier. Dann kannst du die nämlich groß lassen. Schau mal hier, dann kannst du die so groß lassen und auch ganz entspannt. Und hier entsteht so ein Bogen, dass die Saiten, das ist dann vor allem fürs Akkordspiel wichtig, dass die Saiten darunter weiter schwingen können. So, und das trainieren wir jetzt alles gleichzeitig, indem wir diese Greifbewegung machen. Das wird aber, das ist jetzt eine reine Trainingsfrage. Du merkst ja jetzt schon, also du hast jetzt dreimal gespielt und es ist schon jetzt ein bisschen flüssiger als beim ersten Mal. Und so ist es mit allem. Darum ist das so eine gute Übung, weil du gleich ein Gefühl für dein Instrument bekommst, weil du gleich jeden Ton spielen musst mit jedem Finger. Deshalb mach das jeden Tag, das ist eine wunderbare Aufwärm- und Technikübung, jetzt gerade am Anfang oder so. Du machst das auch nicht schneller, als du es gerade gemacht hast. Wirklich, es geht nicht um Geschwindigkeit, hier geht es um Sauberkeit. Und je mehr du dich mit diesem Gerät beschäftigst und das in der Hand hältst, umso mehr wird es natürlich zu ein Teil von dir. Ich habe das mal irgendwann als Jugendlicher nämlich gelesen, da habe ich auch schon Gitarre gespielt, in irgendeinem Buch stand drin, dass wenn Blinde, also Leute, die erblindet sind, im Erwachsenenalter zum Beispiel, wenn man einen Scan von denen macht, wenn die neu erblindet sind und dann später, wenn die ganz lange trainiert haben, mit einem Blindenstock umzugehen, dann bildet sich ein Areal im Gehirn raus, was nur für diesen Blindenstock zuständig ist. So, das kann man dann sehen, wenn die den dann benutzen, dann leuchtet exakt ein Areal auf und kümmert sich um die Verarbeitung der Signale aus diesem Blindenstock. Und dann haben die halt geschrieben, dadurch, dass sie den jeden Tag benutzt haben und verwendet haben, ist der wie ein Teil von ihnen geworden, ein Sinnersatz. Weil die spüren ja damit die Umgebung, die hören ja auch, indem sie klopfen und so und nehmen das als neuen Sinn wahr. Und das fand ich damals so toll, weil ich mir gedacht habe, ach, wenn das so funktioniert, dann heißt das ja auch, je öfter ich meine Gitarre in der Hand halte und damit spiele, umso eher wird die ein Teil von mir, weil dann im Gehirn solche Dinge ausgebildet werden. Und deshalb sage ich dir das, nimm deine Gitarre in der Hand und übe das genauso langsam
Und du wirst, wenn du das konzentriert machst, so wie gerade eben, und auch darauf achtest, klang der Ton gut, was kann ich besser machen, dann wird das. Dann wirst du irgendwann dieses Ding anfassen und es wird sich nicht mehr so fremd anfühlen. Und jetzt machst du die gleiche Übung auf der A-Seite. Wunderbar. Und jetzt auf der D-Seite. Und jetzt auf der nächsten Seite. Und auf der nächsten Seite. Und jetzt noch auf der hohen E-Seite. Okay, also ich habe jetzt schon den Eindruck, und ich hoffe, du merkst das auch, es fühlt sich jetzt schon ein bisschen besser an. Und das ist eine ganz wichtige Sache beim Üben, das ist die reine Wiederholung. Ich sage das ganz oft so ein bisschen scherzhaft zu meinen Schülern, viele Dinge haben nichts mit Talent zu tun, sondern die könnte ich einem Affen beibringen, wenn der die oft genug wiederholen würde. Das hat nichts damit zu tun, was du für Voraussetzungen mitbringst. Und das ist so eine Sache, du merkst ja, je öfter du das machst, umso flüssiger wird das. Und das ist jetzt einfach nur eine Disziplinsache zu sagen, okay, ich mache das jetzt, bis das irgendwie flüssig läuft. Und das passiert automatisch. Und da kannst du, Achtung, hier ist eine Katze, eine Nacktkatze. Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss unterrichten. Kannst du bitte nochmal schlafen gehen? Husch, ab mit dir. Genau, jetzt möchte ich noch was zu deiner Plektrumhaltung sagen. Und zwar, wenn ich das richtig gesehen habe, du hältst sie jetzt so ein bisschen so hier. Also nicht, die Finger stehen zwar nicht so ab, aber so ein bisschen. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du so einen Stift halten würdest. So, sag mal, so hier, so zittrig. Und dann versuchst du zu schreiben. Dann hast du relativ wenig Kontrolle. Weil du hältst den so ein bisschen von dir weg. So wie, was ist das für ein Fremdkörper schon wieder? So, wir wollen jetzt mal gucken, ob wir die Haltung für dich ein bisschen optimieren können. Da gibt's viele Varianten. Katze, ich habe gesagt, du sollst weggehen. Komm. Wir haben jetzt keine Zeit. So. Du kannst dir da auch gerne mal verschiedene Videos oder so angucken oder Erklärungen. Das macht vielleicht jeder ein bisschen anders. Was du auch gemacht hast, war halt hier so den Daumen so ein bisschen abgeknickt. So beim Spielen. Das ist alles ein bisschen schlecht für die Kontrolle. Obwohl, wie gesagt, es gibt Gitarristen, die spielen so. Die können sogar sehr gut so spielen. Die haben so eine, die bewegen dann den Daumen so komisch und können dann damit irgendwie so spielen. Ich kann es nicht. Deshalb probier mal Folgendes. Du, den Finger, den leg mal kurz das Plektrum weg, genau. So, den ziehen wir so ran. So hier. Und obendrauf legen wir dann unseren Daumen. Also, so hier. So, als würdest du einen Joystick drücken, so ungefähr. Ja? So. Du musst jetzt keine feste Faust machen oder so. Die Hand kann ruhig locker sein, aber hier. Und hier dazwischen genau legst du das Plektrum. Das liegt quasi auf. Oh, ich muss hier hinhalten. Du legst das auf diesen Finger drauf. Beim Winkel musst du jetzt ein bisschen gucken, was für dich cool ist. Da musst du ein bisschen experimentieren. Und mach mal nicht so hier, den Daumen so, sondern leg den mal flach drauf. Also ohne diesen Huckel. So. Und jetzt musst du mal gucken, in welche Richtung das gut für dich ist, wo was rausguckt. Und wenn du jetzt anschlägst, dann kommt der Anschlag aus dem Handgelenk. Also nicht aus dem Daumen, sondern so hier. So als würdest du schütteln, so deine Hand schütteln. Und jetzt versuchst du mal so, mit so einer Bewegung, nur die tiefe E-Seite anzuschlagen. Und wie gesagt, muss keine feste Faust machen, das kannst du so ein bisschen. Und wir nehmen auch nicht den Ellenbogen mit, also wir nehmen auch nicht aus dem Ellenbogen mit und auch nicht hier oben aus der Schulter oder so, sondern das liegt hier ganz, guck mal, ich versuche es mal so vorzumachen, das liegt hier alles da. Und jetzt. Und auch gar nicht dolle, also man muss nicht dolle, sondern. Probier mal. Noch, mach mal die Bewegung noch kleiner und noch sachter. Und dann jetzt Folgendes, versuch mal nicht so weit auszuholen, weil du willst ja eigentlich nur so ein ganz kleines Objekt treffen und brauchst eigentlich nur, also nicht so von ganz weit oben, so, sondern so kurz danach aufhören. So. Also es ist eine ganz kleine Bewegung. Ich kann noch nicht rankommen. Also du drückst schon runter, aber du musst nicht so dolle, weil der ist ja jetzt eigentlich hier gesichert, das Plektrum. Kannst eigentlich relativ entspannt, also die ist natürlich auch nicht locker, weil dann verlierst du ja das Plektrum, aber es ist so eine angenehme Sache. Und denk dran, wir wollen nicht die Schulter mit benutzen, wir wollen nicht den Ellenbogen. Das, was ich jetzt sage, es gibt natürlich immer Ausnahmen, also wenn man
Und wenn man dann rockt auf der Bühne, macht man es vielleicht noch mit Absicht oder so. Also das ist, sind keine in Stein gemeißelten Regeln. Das ist jetzt erstmal, um so ein gewisses Grundfeeling zu bekommen und auch um erstmal wie eine Art Technik, die man gut verwenden kann, zu benutzen. Erstmal um, es gibt immer Ausnahmen. Es gibt auch, du wirst auch immer Gitarristen finden, die sagen, nee, du musst das komplett anders machen. Du musst mit voller Bude reinhauen, weil sonst... Sonst klingt es doch gar nicht oder so. Und deshalb, das ist nicht richtig oder falsch, sondern es kommt immer darauf an, was du gerade vorhast. Und bei dem, was wir hier gerade machen, wäre es einfach cool, weil wir nur auf einer Seite sind, wenn du die Bewegung klein hältst, dann ohne irgendwas hier zu bewegen, weil dann triffst du auch leichter. Weil je näher du an der Seite bleibst, umso geringer ist ja die Chance, dass du dich nicht zurückfindest, wo du bist. Ja, wenn du hier so bist... kannst du das gut treffen, weil du musst nicht immer zurück irgendwie den Weg finden. Und jetzt spielst du es nochmal auf der tiefen E-Seite und versuchst, jetzt mal konzentriert hier auf den Arm, das so umzusetzen. Und falls du Angst hast, dass es zu leise ist, ja, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich muss kurz nachdenken, ich habe seinen Namen vergessen. Oh, ich habe es vergessen, ich weiß nicht mehr, irgendein berühmter Gitarrist, Jim Hall oder der von der Count Basie Band, warum habe ich seinen Namen vergessen? Das ärgert mich jetzt. Na, egal. Der hat mal gesagt, der Gitarrenverstärker ist erfunden worden, damit Gitarristen leise spielen können. Und zwar aus folgendem Grund. Du musst dir vorstellen, früher hat ein Gitarrist in einer Big Band gespielt, zum Beispiel in einer Jazz Big Band. Und da waren Bläser und ein Kontrabass und alles war laut und ein Schlagzeug und so. Und die hatten, als es noch keine Verstärker gab, die hatten eine akustische Gitarre oder eine semi-akustische oder ne, die hatten eine akustische Gitarre. Und dann haben die ihre Akkorde gespielt und um durchzukommen, haben die natürlich so gespielt. Also sie haben volle Bude reingehaut, damit die in dem Orchester zu hören sind. Und als man dann den Verstärker erfunden hatte, dann konnte man den ja laut machen und konnte hier leise spielen. So, dann, und deshalb sage ich dir, du musst nicht so dolle, dann dreh lieber den Verstärker ein Stückchen auf, dass du dich gut hörst. Du musst ja auch nicht laut spielen, aber nicht sagen, oh, ich höre mich so schlecht und jetzt haue ich dolle rein. Sondern du suchst eigentlich die Mitte zwischen deinem leisesten Anschlag oder leichtesten Anschlag und deinem härtesten Anschlag. Warum? Damit du dann, wenn du Musik machst, lauter werden kannst und leiser werden kannst. Mhm. Und es gibt ein Gitarrenbuch, da steht sogar als Tipp drin, du sollst mit so einem Strommessgerät hier den Strom abfassen und dann findest du den härtesten Ausschlag, wo der meiste Strom fließt, und den leichtesten und übst dann mit diesem Voltmeter oder wie auch immer das heißt, versuchst dann immer die Mitte zu treffen und übst damit den Mittelschlag. Habe ich nie gemacht, auch aus dem Grund, weil ich nicht weiß, wo man das Voltmeter da anschließen muss. Ich habe eins, aber ich habe keine Ahnung, wo ich das da dran machen muss. Aber so weit müssen wir es ja gar nicht machen. Du suchst einfach so nach Gefühl, was ist so eine Mitte zwischen meinem kräftigen Anschlag und zwischen meinem leichten Anschlag, damit du mittlere Lautstärke spielst. Und das machst du jetzt nochmal mit der tiefen E-Seite. Aber denk an den Daumen, genau, der ist gerade wieder... Aber auch nicht hier so eine Banane machen. Also irgendwie gerade am Ende, wenn du sagst, ach, so ein leichter Winkel gefällt mir oder so, das ist entspannt oder so, kannst du das auch machen, ja. Wie gesagt, es gibt 100 Gitarristen und jeder spielt anders. Aber versuch mal zu finden, dass du entspannt bleibst. Versuch, wenn du das spielst, entspannt zu bleiben. Ich habe das gleiche Problem bis heute. Ich sehe das sofort bei dir, weil ich das auch habe. Wenn wir uns konzentrieren, wird der Körper immer angespannter oder so. Weil ich habe auch Schüler, da gehen dann die Zehen so nach oben, weil alle Muskeln angespannt sind oder so. Und deshalb kriege ich das mittlerweile mit, weil ich das auch habe. Deshalb versuch, das ist jetzt wie so eine Meditationsübung auch, du versuchst das zu spielen und du hast jetzt viele Dinge, auf die du achten musst, aber deshalb ist diese Übung auch so gut. Du versuchst, das entspannt zu machen und wenn du merkst, oh, ich verkrampfe, dann sagst du, alles klar, ich mache wieder locker. Zeichen ist zum Beispiel auch Schultern heben oder Gesicht verkrampfen oder so, sondern versuchst. Versuchst du irgendwie entspannt zu bleiben. Also mach's nochmal und locker. Und gehört habe ich es übrigens auch, weil du dann lauter gespielt hast, je verkrampfter du wurdest. Da, da. Und Achtung, noch eins. Ich weiß es nicht, ich sehe deinen Daumen gerade nicht, weil ich diesen Chat aufhabe. Versuch trotzdem hier nicht irgendwie die Gitarre mit deiner Handfläche zu berühren, hier unten. Ja. Sondern da so, dass da immer so ein bisschen Platz bleibt. Ne? So, einfach,
Dann geht es wieder darum, dass du nicht die Hand klein machst, sondern dass du hier der Griff. Jetzt spielst du das nochmal, langsam. Und jetzt musst du auf noch was achten. Die schwierigste Stelle ist ja dieser Wechsel. Und es geht hier nicht um Geschwindigkeit. Es geht ja darum, dass jeder Ton gleich lang ist. Und dass man diesen Wechsel, wann der kommt, nicht hört. Also pass auf. Sprung. Sprung. Also nicht. Jetzt rutschig. So, das ist jetzt noch das Letzte, worauf du achtest. Und dann hast du alles perfekt zusammen. 1A, das ist es. Super, kann ich das so üben. Mehr würde ich dir auch erstmal nicht geben. Weil wir brauchen jetzt diese Grundtechnik, dass du dich da ein bisschen schön fühlst. Und darauf können wir dann aufbauen. Ich schicke dir nochmal eine Mail, wo das nochmal drinsteht, was wir gemacht haben. Aber nochmal, dass ich es jetzt nochmal gesagt habe, du musst diese Tonreihe auswendig wissen, weil alles, was dann in der Musik passiert, passiert nur aus diesen 12 Tönen. Und wenn du die hast, das ist ein bisschen wie in Mathe, weil wir werden dann rechnen, 7 plus 7 ist 14, da kommt das raus, da kommen dann bestimmte Formen raus, damit wir das machen können. Hier, also wir machen das am Griffbrett. Warum ist ein Akkord Akkord? Welche Töne gehören da zusammen? Aha. Deshalb machen wir das. Also das musst du auswendig lernen. Ansonsten diese Übung üben, auf jeder Seite mal spielen. So. Und es geht nicht um Geschwindigkeit, es geht wirklich um diesen Flow. Du kannst die auch schneller spielen, aber du solltest sie nur so schnell spielen, wie dieser Wechsel in diese anderen Lagen funktioniert. Das ist hier der Knackpunkt an der ganzen Geschichte. Und ansonsten, ganz wichtig für dich ist dieses Kontrolle, wie schlage ich an, Handhaltung. Und nicht aus der Schulter oder so heraus, sondern hier ganz entspannt, kleine Bewegungen. Ich auch. Bis heute. Also so, wenn je komplizierter es wird oder wenn ich mich anstrenge, sofort wird alles fest oder so. Und weil ich das mittlerweile weiß, kann ich dann versuchen, gegenzusteuern, was auch nicht immer klappt. Aber das ist gut, weil so ist mir aufgefallen, das ist bei vielen ein Problem, dass es nur daran liegt oder so. Eigentlich damit kannst du schnelle Fortschritte machen, weil du hast ja schon gemerkt, jetzt durch das bisschen hoch und runter, wenn du das regelmäßig machst, weiß nicht, wie dein Plan ist und deine Zeit oder so, aber wenn du es einfach schaffst, das jeden Tag ein paar Mal zu machen oder so, muss was passieren bei dir. Ich habe auch meine Seite wieder mitgefilmt, so entstehen ja meine YouTube-Videos. Keine Sorge, du wirst nicht zu sehen oder zu hören sein, außer du hast mal zwischendurch Ja gesagt oder so. Aber das kannst du dann, weiß nicht, wie schnell ich das fertig kriege, aber dann kannst du das auch nochmal quasi nachgucken, worum es ging. Bis in 14 Tagen. Üb fleißig, es wird schön. Ciao, ciao. Hey du, vielen Dank, dass du das Video bisher geschaut hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wenn ja, dann lass doch bitte ein Like oder ein Abo da. Das würde mir sehr helfen. Und wenn du mich richtig unterstützen willst im Aufbau dieses Eton-Kanals, dann überleg doch, mein Patreon zu werden. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Und wenn es dir nicht gefallen hat, dann schreib mir doch einen Kommentar, was dir nicht gefallen hat. Obwohl ich dann gar nicht weiß, warum du überhaupt bis hierher geschaut hast.